Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in unserer Kirche. Mein Name ist Carsten Hilgen, ich bin der Pfarrer hier in der evangelischen Kirchengemeinde in Barkum. Unsere Kirche ist die Gethsemane-Kirche hier in Barkum und in unserer Kirche bauen wir mittlerweile zum dritten Mal nach 2017 und 2019 den Ostergarten auf, zu dem ich Sie hier herzlich begrüßen darf. Seit Aschermittwoch stellen wir die Geschichte in wöchentlich wechselnden Szenen dar, angefangen beim Einzug in Jerusalem vor 6 Wochen, bis hin zur Auferstehung in wenigen Wochen am Osterfest. Momentan können Sie hier in Barkum in unserer Kirche die Szene sehen. Jesus trägt das Kreuz. Jesus bricht unter dem Kreuz zusammen. Sie sehen, wie Simon von Kyrene ihm helfen will, das Kreuz zu tragen. Und Sie sehen, wie Veronika ihm das Schweißtuch reicht. Am Stadttor steht Maria. Maria ist verzweifelt und Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, versucht Maria zu trösten. Judas, der von den Soldaten Geld bekommen hatte, 30 Silbertaler für den Verrat an Jesus, Judas ist verzweifelt und Judas wirft den Priestern das Geld in den Tempel. Der Garten Gethsemane, der Ort, an dem Jesus kurz vor seinem Tod gebetet hat: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hier sehen wir das Haus, in diesem langen Tisch wurde das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern dargestellt. Der Moment, wo er die Einsetzungsworte gesprochen hat: Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Die Einsetzungsworte, auf die wir Christen uns heute noch berufen, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, die Eucharistie feiern. Wir sehen die Kutsche, in der Pontius Pilatus wieder vom Geschehen des Ortes zurückfährt. Pontius Pilatus, der Jesus eben verurteilt hat, obwohl er selber davon überzeugt war, dass Jesus nicht schuldig ist, aber doch den Schuldspruch sprechen musste, auch auf Druck der Bevölkerung. Der Berg Golgatha, unschwer zu erkennen, etwas karg dieser Berg, aber man kann erahnen, da wird der Ort sein, zu dem Jesus jetzt sein Kreuz trägt. Hier oben werden die Kreuze aufgerichtet werden. Die Kreuz Jesus in der Mitte und die beiden Verbrecher links und rechts von ihm, die hier gekreuzigt werden. Und man kann auf dem Stein oben schon erkennen, der Hammer und die Nägel liegen schon bereit. Ja, und an diesem Ort wird die Geschichte enden, wird sie gut ausgehen. Das Grab, in das Jesus gelegt wird, nachdem er gestorben ist, und der große Stein, der dann an Ostern weggewälzt sein wird, und das Grab, das von innen hell erstrahlen wird, wenn Jesus auferstanden ist, wenn der Engel verkünden wird: Was sucht er den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Darstellungen hier in unserer Kirche werden mit biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli dargestellt, mit denen man eben halt viele Gefühle, viele menschliche Regungen ausdrücken kann. Wir freuen uns darüber, wenn Menschen in unsere Kirche kommen, um sich hier ja dieser Leidensgeschichte ein wenig anzunähern, um hier einzutauchen in das, was geschehen ist in den letzten 7 Tagen im Leben Jesu und dann auch sich auf das Osterfest vorzubereiten und der Osterfreude schon ein wenig entgegenzusehen. Entstanden ist die Idee schon 2016, diese Leidensgeschichte eben auch bildlich darzustellen, um die Menschen näher zu bringen. Und in unserer Gemeinde haben sich viele Menschen gefunden, die daran mitgearbeitet haben. Es ist alles, was hier zu sehen ist, selbst hergestellt. Sowohl die Figuren, diese biblischen Erzählfiguren, sind von vorwiegend Frauen unserer Gemeinde gebaut worden, als auch alles andere, die Häuser, die Bauwerke und auch die Kleinteile, die Dekorationsteile und die Landschaft hier ist gebaut worden von Menschen unserer Gemeinde, die dort ungeahnte Fähigkeiten an den Tag gelegt haben. Die Kirche ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Es ist immer möglich, hier diese Geschichte zu betrachten, zu besehen. Es ist auch möglich, sich an uns zu wenden, um Führungen zu buchen und Führungen zu bekommen, um diese Geschichte, die jeweilige Szene, erklärt zu bekommen. Mittwochs abends feiern wir hier in unserer Kirche eine Andacht zu der entsprechenden Szene, die gerade dargestellt wird, des Ostergartens. Und wir laden dazu herzlich ein. Noch bis eine Woche nach Ostern, bis zum 25. April, ist der Ostergarten geöffnet. Er endet dann mit der Geschichte vom ungläubigen Thomas, der eben halt nicht glauben kann, dass wirklich Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das wird dann die letzte Szene sein, mit der wir dann in diesem Jahr den Ostergarten beenden werden.